nach Großbritannien wollt, ein Visa euch abholen. Ja, der Vortrag von Sebastian Starks ist an der Universität Aachen. Er hat dort seinen Doktor in Physik gemacht und hat ein paar tolle Vorträge, und er hat die App VFox für Physical Experiments entwickelt. Diese App ermöglicht euch, alle Möglichkeiten eures Smartphones zu benutzen, um ja, wirklich tolle, auch relevante Grenzen zu überstreiten. Großen Applaus für Sebastian. Okay, danke. Danke für die Einführung und hallo zu meinem Talk. Herzlich willkommen. Wie ihr bereits gehört habt, bin ich Physiker von der Universität Aachen, wo ich diese App VFox entwickelt habe. VFox ist eine App, die, falls ihr es noch nicht wisst, die Sensoren in eurem Smartphone benutzt, um Physik beizubringen. Also damit können Studenten ihre eigenen Handys benutzen, um Experimente durchzuführen in der Klasse. Für Schulen und Universitäten ist das zum Beispiel. Ich sollte erklären, dass zum Beispiel im Vergleich zu anderen Talks bei mir wird es nicht so sehr um Bildung gehen, denn es ist der Kongress hier und das ist der Hardware-Track. Also will ich ein bisschen was über die App erzählen, ein bisschen was über die Sensoren, die wir im Handy haben, und ich würde mich wirklich freuen, ein bisschen mit euch in Kontakt zu kommen, mit Leuten, die in der Mac-Community sind, in der Open-Source-Community, um Verbindungen zu finden, wie wir vielleicht verschiedene Open-Source-Projekte zusammenbringen zu können, um Feedback für Lehrer zu bekommen. Und ich könnte auch ein bisschen Feedback von anderen Entwicklern brauchen. Okay, ich würde gerne anfangen mit einer kurzen Erklärung, von was wir eigentlich machen. Also ich komme von der Universität und dort haben wir diese Einführungsklasse für Physikstudenten, die experimentelle Physik 1 heißt. Und eine typische Vorlesung sieht so aus. Du hast Leute hier in der Halle, ungefähr 300 Leute, die hier in der Vorlesungshalle sind, die überhaupt keine Experimente machen. Es gibt nur einen Menschen, der Experimente macht, das ist der Professor, und die Studenten sitzen halt da. Die genießen halt einfach nur die Show, so wie ein YouTube-Video. Und vielleicht sind sie ein bisschen glücklich, wenn was schief geht. Und wir können das ändern, wenn wir die Sensoren in unseren Handys benutzen. Zuerst hatten wir die Idee, um die zu benutzen, aber wir hatten aus verschiedenen Gründen die Idee, eine eigene App zu schreiben. Und wir waren da auch relativ erfolgreich. Also im Vergleich zur alten Methode, wo die Leute nur zuschauen konnten, können sie jetzt mit ihren eigenen Messgeräten Messungen machen. Und hier, um euch ein Beispiel zu zeigen, wie das aussieht, ein Beispiel, um Beschleunigung in einer zentrifugalen Beschleunigung zu testen. Die Idee ist, dass man aus einer Kreisbewegung heraus die radiale Beschleunigung als Funktion der Winkelbeschleunigung nimmt. Um das zu machen, nehmen wir ein normales Smartphone, das ist jetzt ein iPhone 8, und wir packen das in einen Salatspinner, Dreher, Schleuderer. Also lass uns mal kurz hier reinpacken. So, Deckel drauf. Also der Sound ist nicht wichtig, aber es klingt schön, habe ich gehört. Okay, hier bekommen wir die Live-Informationen vom Handy. Also bereits Beschleunigung auf der Y-Achse und die Winkelbeschleunigung auf der Y-Achse. Und je schneller ich hier die Schleuder drehe, umso höher wird die Beschleunigung, und also auch die Rate der Beschleunigung erhöht sich. Aber ich gehe nicht so schnell, weil sonst bekomme ich überhaupt keine Informationen mehr. Und wir können hier die Lücken schließen, wenn wir jetzt schon ein bisschen langsamer sind. Wer von euch hier hat einen Physik-Hintergrund? Okay, ein paar. Oh, mehr als ich erwartet hätte, sehr gut. Denn die von euch, die gerade ihre Hände gehoben haben, sollten nicht verwundert sein, dass wir hier eine quadratische Verbindung haben zwischen diesen beiden Achsen. Die, die es nicht wissen, können sich das hier anschauen auf diesem Graphen. Da kann man sehen, dass die
Beschleunigung in einem, ja, in diesem Zusammenhang steht. Ja, das war es mit Physik. Dieses Experiment war eins, was alle unsere Schüler, unsere Studenten machen konnten. Wir haben ihnen diesen Auftrag gegeben, wir haben Bonuspunkte gegeben, wenn sie ein Video davon machen. Sie haben die Punkte bekommen, bevor wir ihnen gesagt haben, dass wir das Video von ihnen benommen wollen. Und wir haben zwei Sachen von diesen Videos gelernt. Das erste ist, viele Studenten haben keine Salatschleudern, aber außerdem haben wir, und das war das Wichtigste, gelernt, das sind die Videos von diesem Jahr, wo wir über 100 Videos bekommen haben. Sie dazu gebracht, nach draußen zu gehen, irgendwo hinzugehen, wo sie Drehbewegungen haben, um dieses Experiment dort durchzuführen. Ein weiteres Beispiel, was die Kurs der ein bisschen geändert hat, war die Situation, wo wir erst die Aufgabe stellen, bevor wir die Theorie dahinter überhaupt diskutieren. Das heißt, in diesem Beispiel, das ist ein bisschen älter, weil wir dieses Jahr noch nicht so weit sind, haben wir den Schülern aufgetragen, ein Pendulum aufzubauen, das sehr ähnlich so aussieht. Wir haben sehr detailliert aufgeschrieben, wie sie es bauen sollen. Dann haben sie ein Online-Formular, wo sie die Länge des Pendulums eintragen können und die Daten, die sie gemessen haben. Und die Frequenz. Und wir haben die Aufgabe lange vor der Theorie in der Vortrag aufgestellt, haben wir die ganzen Daten gesammelt und dann haben wir dann die Idee in der Theorie, die ganze Theorie in der Vorlesung vorgetragen. Und wir müssen diese Experimente nicht mehr auf der Bühne machen, weil ihr alle dieses Experiment zu Hause gemacht habt und wir können die Theorie mit den Daten erklären, die ihr gesammelt habt. Es hat relativ gut funktioniert. Die meisten weißen Punkte von den Studenten sind auf der Theorielinie. Ein paar sind so drei hier draußen. Vielleicht sollten die mit theoretischer Physik weitermachen. Das ist etwas, wo wir auch gutes Feedback bekommen haben. Und das ist die Prinzip, wie wir die Anwendung benutzen. Mehr und mehr Lehrer benutzen das auch in der Schule, als wir jetzt in der Universität. Also haben wir das auch. Ja, darum rede ich hier über die Sensoren und das ist, warum wir daran weiterarbeiten wollen. Okay, lasst uns anschauen, welche Sensoren wir im Handy haben. Also der erste, den ihr wahrscheinlich zuerst an den ihr zuerst denken müsst, wäre zum Beispiel das Mikrofon. Oder das wäre der Accelerator, also der Beschleunigungssensor. Also ich würde erst kurz erklären, wie er funktioniert. Also was er im Prinzip macht, ist, es ist ein MEMS-Device, so heißt das. MIS steht für mikroelektronisches System und sieht ungefähr so aus. Das ist eine Vereinfachung. Wenn ihr für echte Geräte sucht, also für MIS-Accelerator, dann seht ihr, also dass sie nicht wirklich viel komplexer sind. Es hat im Prinzip so ein orangenes Gehäuse und zwei Kontakte, einen roten und einen blauen. Und das Wichtige ist diese silberne Struktur hier, die ein bisschen schwer zu sehen ist, aber die ist eigentlich schwebend. Die ist nur an diesen zwei Punkten da verbunden. Am Ende geht es darum, dass den Beschleunigungsmesser bewegt. Und immer wenn sich jetzt das Gerät in eine Richtung beschleunigt, wird der metallische Part hier bewegt in eine oder die andere Richtung. Und wir können messen, wie weit es schwankt zwischen den beiden Strukturen. Das ist das Prinzip des Beschleunigungssensors da drin. Eine Sache, die man noch kurz erklären müsste, wäre, dass in der Idee von Physik es nicht nur Beschleunigung misst, also es misst Beschleunigung, wir bekommen Informationen, aber wenn wir jetzt dieses Gerät nehmen und wir es umdrehen, dann würdet ihr natürlich auch die Gravitation messen können, weil die Gravitation zieht es nach unten. Und das ist der Grund, wieso der Beschleunigungssensor da drin ist. Denn die sind nicht wirklich interessiert an der Beschleunigung. Aber was sie haben wollen, ist ein Hinweis dafür, wo ist unten oder wo ist oben. Also wenn ihr den Bildschirm eures Bildschirms dreht, dann können sie den Inhalt drehen.
Damit könnt ihr dann zum Beispiel Videospiele kontrollieren, wenn ihr euer Handy bewegt oder so. Denn Gravitation beeinflusst auch den Bewegungssensor. Das ist eigentlich ein Albtraum von der Physikperspektive, aber wir können Rotation dadurch messen. Das ist eigentlich in jedem Handy. Das ist nicht wirklich eine Statistik, das ist einfach nur der erste Graph, den wir dazu haben. Ich habe noch kein Handy gesehen, das das nicht hat, also keinen Beschleunigungssensor drin hat. Also wenn irgendeiner von euch mal eines sieht, ein besonderes Gerät, wo das nicht drin ist, sagt es mir bitte, ich wäre da wirklich interessiert dran. Aber ich kenne eigentlich kein Gerät, wo die Software drauf läuft, die wir hier haben, wo kein Beschleunigungssensor drin ist. Hier, die meisten Beschleunigungssensoren haben 200 Sample pro Sekunde. Die besten gehen hoch bis zu 500 Hertz, aber es gibt auch eine ganze Menge, die nur 100 Hertz machen, also 100 Einträge pro Sekunde. Das sind meistens die günstigeren Android-Geräte und alle iOS-Geräte. Im iPhone macht er vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich muss zugeben, also ich kann verstehen, wieso sie das vielleicht limitieren, aber auf dem iPhone bekommt ihr einfach nur 100 Hertz. Das liegt an der API. Aber das ist tatsächlich eine ganze Menge. Wir werden nachher noch sehen, was wir damit machen können. Noch ein anderer Punkt zur Kalibrierung des Dings. Ihr bekommt für alle Beschleunigungssensoren eigentlich eine ganz gute Qualität. Ich habe einfach gerade nur hier die Einheiten vergessen. Das würde ich meinen Studenten wirklich sagen, aber ja. Das hier ist in Meter pro Quadratsekunde. Und ihr seht ja, es gibt eine weite Range. Das ist von unserer Sensorendatenbank. Das ist ein Beitrag von unseren Nutzern, was für Daten da sind. Das hier sind die absoluten Daten, die wir von einem liegenden Phone bekommen. Wir würden 9,5 pro Quadratmeter bekommen. Das ist die Gravitationsbeschleunigung. Das Gerät ist aber nicht gut eingestellt. Er legt das Gerät auf den Tisch, drückt einen einzigen Knopf und wenn er das, aber das bedeutet noch nicht, dass das genau ist, weil Beschleunigungssensoren haben unterschiedliche Fehler auf unterschiedlichen Achsen und diese Fehler können lineare Fehler sein, dass man eine Beschleunigung drauf multipliziert oder eine Offset, das heißt, man muss das addieren. Und das ganze Gerät könnte innerhalb des Telefons ein bisschen schief sein. Wenn man im Datenblatt vom Beschleunigungssensor nachschaut, dann gibt es ein bisschen Toleranz, wie schief sie innerhalb dem Paket, in dem Chip drin schon schief sein können. Und da können auch weitere Fehler sein. Es gibt so viele unterschiedliche Fehlerquellen, unterschiedlichen Telefonen. Es ist sehr schwer, das zu kalibrieren. Aber wir können uns ein Beispiel anschauen, was wir damit machen können, oder einfach mal kurz nachschauen. In unserer App, VFox, ne? Ich könnte das schon sehen. Eine Beschleunigung mit G, das sind die Rohdaten vom Sensor, so wie wir sie bekommen, wenn ich es beginne, wenn ich es schüttle, dann bekommt man ein paar Werte, die man auslesen kann. Man kann es an ein Pendulum dranhängen und damit messen, wie schnell sich das Pendulum beschleunigt und so weiter. Aber etwas, was ich zeigen möchte, ist, dass wir auch die Frequenz von diesen Daten herauslesen können, dadurch, dass wir eine Fourier-Transformation darauf anwenden. Und um das zu demonstrieren, habe ich ein kleines Gerät mitgebracht, eine alte Festplatte, die sagt, es ist kaputt, aber es dreht immer noch und das ist das Wichtige für uns. Wenn ich das Handy darauf lege und die Messwerte starten und die Festplatte bewege, dann können wir sehen, dass da ein Punkt ist, der dann auf ein bisschen über 100 Hertz geht. Wir haben jetzt leider keine Kamera hier oben, könnt es euch später anschauen. Es soll 7200 RPMs gehen, bis sich drehen und das ist genau diese Frequenz. Und wir können auch über die Zeitwert anschauen, ein Wasserfallplot. Und wenn ich es ausschalte, geht es dann hier wieder hoch. Das ist ein Beispiel, was wir damit machen können. Studenten können schauen, ob die Waschmaschine zu Hause ordentlich funktioniert und so weiter. Normalerweise bringe ich keine Waschmaschinen zu Vorträgen, also benutze ich hier die Festplatte. Eine weitere Sache, die ihr vielleicht bemerkt haben könnt, wir haben Beschleunigung mit G und ohne G, also Erdbeschleunigung. Das zweite ist ein
Sensor, der die Erdgravität ausblendet. Hier unten in der Z-Achse haben wir immer noch den 9,8 Meter pro Sekundenquadrat. Und wenn wir das drehen, geht das zu unterschiedlichen Achsen. Das ist relativ schlecht für die Lehrer, weil das Handy liegt, es gibt keine Beschleunigung dabei. Das heißt, wir können glücklicherweise auch Beschleunigung ohne Erdgravitation, die ungefähr null auf allen Achsen macht, außer ich beschleunige das Gerät wirklich. Das ist aber nur ein virtueller Sensor. Das ist ein Sensor, der die unterschiedlichen Daten zusammenführt. Zum Beispiel die Daten vom Beschleunigungssensor mit dem Gyroskop vergleicht. Normalerweise haben wir nur Beschleunigung ohne Beschleunigung, wenn ein Gyroskop vorhanden ist. Es gibt auch Geräte, die das ohne Gyroskop anbieten, aber das ist hauptsächlich Raten. Die haben wahrscheinlich einen Filter da drauf, das heißt, es funktioniert nicht wirklich. Ja, das ist der Beschleunigungssensor. Ja, noch etwas, wenn ihr die API euch anschaut, dann seht ihr, dass die Beschleunigung ohne G lineare Beschleunigung heißt. Wir nennen es jetzt in der Lehre mit und ohne G. Linear ist die ohne G, wenn ihr euch die API direkt anschaut. Dann haben wir das Gyroskop. Wenn ihr ein bisschen Physik versteht, wenn Gyroskop denkt, dann seid ihr an ein Gerät, was sich schnell dreht, und ihr wollt, dass es schwer ist und den Gewichte möglichst weit außen haben, dass es einen großen Inertial hat, das heißt, wenn es sich schnell dreht, einen starken Drehmoment habt, und diese drehenden Geräte können eine Achse statisch halten, selbst wenn alles drumherum sich dreht. Das haben, was ich unter einem Gyroskop mir vorstelle, wenn ihr mir den Namen einfach so nennt. Aber große, schnell drehenden Geräte möchte man einfach nicht in seinem Handy haben. Das ist nicht, was wie ein Handy-Gyroskop funktioniert. Stattdessen haben wir wieder so ein MEMS-Gerät. Mikroelektromechanisches System. Es sieht fast genauso aus wie das Beschleunigungssensor. Echte Geräte sind deutlich komplexer, weil sie sehr spezielle Geometrie haben müssen, damit sie nicht wie ein Beschleunigungssensor funktionieren. Wir haben wieder dieses Metallding in der Mitte und zwei Kontakte, die sich in diese Richtung bewegen können. Darüber haben wir eine Bewegung, die rechtwinklig dazu ist. Das heißt jetzt nicht die Bewegung von dem Handy, sondern die Bewegung, die Vibration vom Gyroskop, der das die ganze Zeit durchführt. Es gibt welche, die haben eine gerade Bewegung oder so. Das macht das Gerät viel komplexer. Aber im Prinzip ist es eine ähnliche Struktur, die vor und zurück vibriert. Wenn wir jetzt dann noch dazu Bewegung hinzufügen, also Rotation, ist es ein bisschen schwer zu sehen, wenn es sich bewegt. Die inneren Teile werden jetzt ein bisschen reflektiert. Wenn wir jetzt halt mal kurz den Winkel der Betrachtung ändern, jetzt halt sind wir sozusagen wie das Gerät in der Drehung. Jetzt halt seht ihr, dass der innere Teil nach links und rechts sich bewegt, obwohl sich das Gerät eigentlich nur nach oben, nach unten bewegt. Und der Grund dafür ist, also ich möchte es nicht ganz erklären, aber die meisten von euch werden schon davon gehört haben, das ist der Coriolis-Effekt. Also euer Gerät wird die Bewegungsrate des Handys messen und nicht die wirkliche, also wegen dem Coriolis-Effekt. Das ist einfach nur beeindruckend, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn ihr mal die Berechnungen macht. Es gibt da ein paar Hersteller im Internet, die behaupten, dass sie Bewegungen eines einzelnen Atoms messen können. Ich glaube Ihnen, weil wir haben ähnliche Strukturen in der Solid-State-Physik. Also wie euer Gyroskop auf dem Handy funktioniert. Mit einer Ringrotation, so wie hier auf der Z-Achse, also im rechten Winkel zum Display, können wir sehr langsame Bewegungen damit machen. Eigentlich müsste man bedenken, dass das mit dem Coriolis-Effekt gemacht ist. Das ist sehr beeindruckend. Dieser Sensor ist nicht ganz so weit verfügbar. Ungefähr 80% der Handys haben ihn aber.
Das ist aber deutlich mehr seit Pokémon Go. Der Grund ist, als dieses Spiel rauskam, haben Leute festgestellt, dass es so ein Gerät gibt und dass, wenn das nicht in ihrem Handy ist, dann können sie das nicht wirklich Bilder von ihren Handys machen und von ihren Pokémon machen und so weiter. Also es ist vielen Leuten aufgefallen und die Hersteller haben dann entschieden, okay, dann fügen wir noch ein Gyroskop hinzu, weil es nicht so teuer ist. Das ist eigentlich immer auf demselben Gerät wie der Beschleunigungssensor. Es wird als ein Ding dann verkauft. Das ist ein IMU, ein Messinstrument. Das ist eigentlich ein sehr weit verbreitetes Teil. Es sind im Prinzip dieselben Sensoren. Man sieht auch wieder einen Spike bei den 100 Hertz. Weil die meisten Handys haben halt dann. Die meisten Handys haben bei höheren Raten. Aber die iPhones haben auch wieder nur auf der 100-Hertz-Skala hier. Es würde aber auch nicht Sinn ergeben, ein schnelleres Gyroskop zu haben. Aber das ist das, was das Gyroskop angeht. Ihr habt es hier im Salat, in der Salatschleuder in Action gesehen. Das ist einer von den Sensoren, die ihr nicht so oft wirklich seht. Aber der ist meistens da, um andere Sensoren zu unterstützen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas mit Bewegungen machen wollt, zum Beispiel wenn ihr Spiele kontrollieren wollt oder AR, also Augmented Reality. Also wenn ihr halt irgendwie die Beschleunigung der Erde von dem Beschleunigungssensor weg haben wollt. Das andere hier ist ein Magnetometer, ein vielleicht etwas interessanterer Sensor, etwas offensichtlicheres, das ist euer Kompass im Prinzip. Wenn ihr Navigation macht mit GPS, dann also im Auto, dann ist es dasselbe. Da bekommt ihr einfach ein Signal im Auto und ihr bekommt dann die verschiedenen Punkte und dadurch dann die Bewegung, in die sich euer Auto bewegt. Also zeigt es in dieselbe Richtung, in die ihr euch bewegt. Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel auf offener Fläche steht und ihr sucht, zum Beispiel nach einer U-Bahn-Station, dann fragt ihr euch, wo lang müsst ihr denn jetzt seit hier? Von dem Punkt des GPS-Geräts aus, also ist immer derselbe Punkt, also braucht ihr irgendwie einen Kompass. Das ist der Magnetometer. Und wie funktioniert das im Gerät? Und das ist normalerweise so ein Sensor, ein Hall-Sensor heißt das. Das ist im Prinzip einfach nur ein Conductor mit Elektronenfluss, der sich aber nur von der einen auf die andere Seite bewegt, also ein elektromagnetischer Strom. Also bei jedem Strom gibt es dann eine gewisse Ladung. Also es gibt da eine Aufladung in die eine Richtung und im rechten Winkel dazu gibt es dann die Reflexion im Vergleich zur Flugbewegung. Das ist der Lorentz-Effekt. Manche von euch werden es vielleicht von CRTs kennen. Wenn ihr einen Magneten nahe an einen CRT bringt, dann wird das ganze Bild verunreinigt. Und das benutzen wir auch wieder hier, den Hall-Effekt für den Sensor. Und hier habt ihr den elektronischen Strom mit dem magnetischen Feld in der Nähe. Und die Ladungsträger werden auf die eine Seite bewegt. Und dann kann man im rechten Winkel dazu den Stromfluss messen. Und dann bekommt ihr das im Verhältnis zum magnetischen Feld. Das ist der Hall-Effekt. Und so kann euer Handy den magnetischen Effekt messen. Das ist sogar noch ein bisschen verbreiteter als ein Gyroskop. Einfach weil es halt für Navigation benutzt wird und weil Leute es brauchen und Leute bemerken, dass es, wenn es nicht da ist, weil sie keine Orientierung bekommen in ihrer Navigationssoftware. Aber die tatsächliche Rate von diesen Sensoren ist noch langsamer als für das Beschleunigungssensor. Die meisten 100 Hertz, aber es wird noch in zwei Slides wichtig, aber sonst gibt es nicht so viel Seltsames über die Verfügbarkeit dazu. Aber es ist sehr sensitiv, denn es soll in der Lage sein, das Erdmagnetfeld zu messen. Das hat ungefähr eine Stärke von 50 Mikrotesla, das ist nicht sehr viel. Wenn ihr schon mal einen Magneten dabei hattet, habt ihr irgendwas davon gemerkt? Nee, habt ihr nicht. Ihr müsst einen Kompass bauen, wo die Nadel irgendwie schwimmt, damit ihr das messen könnt. Das ist gute und schlechte Nachricht, denn zum einen ist es sehr gut, weil es ist sehr sensitiv. Zum anderen ist es aber auch sehr sensitiv. Wenn ihr zum Beispiel das magnetische Feld wirklich messen wollt von einem wirklichen magnetischen Feld, dann würdet ihr nicht wirklich irgendwas feststellen. Um das zu demonstrieren, wie sensitiv das ist, habe ich hier eine Taschenlampe, also eine sehr einfache Taschenlampe. Und ich wechsle zu einem Modus, wo wir ein SOS-Signal haben. Es kommt ja. Ich zeige hier hin und ich platziere es in die Nähe des Magnetometers in meinem Handy und ihr seht hier,
weiß nicht, ob ihr das Licht seht, wenn ich es in die Richtung bewege, aber ihr seht das SOS-Signal, wie es im magnetischen Feld messbar ist. Einfach nur, weil wir da durch die LED gehen. Also das Licht, das Erdmagnetfeld, das ist einfach nur ein normales Signal, das ihr von jedem sich bewegenden Strom habt. Also es sind halt hier drei kurze und drei lange. Und das kommt aber nur von dieser einfachen Taschenlampe hier. Und das ist auch ein sehr guter Indikator für die Sensitivität dieses Geräts. Also wenn ihr euer Telefon in ein Gefäß packt mit einem magnetischen Ausschlussmechanismus, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr euer Handy auf einen großen Magneten legt und ihr habt da keinen Schutz von den Klamotten und wenn irgendetwas magnetiert wird, dann ist das auf jeden Fall stärker als das Erdmagnetfeld und für den Rest eures Tages wird euer Kompass in die falsche Richtung zeigen. Okay? Zum Glück sind die Handys in der Lage, das zu erkennen und dann rekalibrieren sie sich, um alle konstanten Felder drumherum wegzubekommen. Aber das ist natürlich schlecht, wenn ihr absolute Messungen machen wollt, denn ihr habt nicht wirklich gute Kontrolle darüber, wie der Kalibrierungsmechanismus funktioniert. Ihr könnt die Rohdaten anschauen. Also hier in VFox gibt es da eine Checkbox für, um die Kalibration zu deaktivieren. Dann müsst ihr aber alles von Hand machen. Und es wird garantiert einen gewissen Hintergrundstrahlung geben, die nervt. Aber ihr müsst auch ein bisschen darauf achten, wo euer Magnetometer ist. Bei den meisten Handys ist es in der oberen linken Mitte oder rechten Seite. Das hier zum Beispiel ist auf der rechten Seite. Es ist nie wirklich in der Mitte. Ich vermute, es ist wegen all den Strömen im Handy. Also wenn ihr jetzt euer Handy ladet mit 3 Ampere oder so, oder wie viel ist es heutzutage? Das würde ein stärkeres Feld erzeugen als die Taschenlampe und ihr würdet nur noch das im Magnetometer sehen. Noch was anderes, was ihr damit machen könnt, noch ein bisschen Hausaufgabe für euch alle, die hier mit dem Zug hergekommen sind. Als ich gestern hergekommen bin mit dem ICE, habe ich das Magnetometer angemacht. Das ist dasselbe, was ihr hier auch gesehen habt gerade. Und das ist bei 16,6 Hertz gepiekt. Das hängt vielleicht von eurem Sitz ab, also je nachdem, wo ihr sitzt. Aber ich habe eigentlich überall diesen Peak gesehen. Das ist eine Elektrifizierungsfrequenz der deutschen Bahngleise. Also könnt ihr sehen, ob es noch gut funktioniert. Also wenn ihr 16,7 Hertz seht, dann funktioniert es noch. Etwas anderes, was ihr vielleicht merkt, vielleicht kann man es auch mit normalen Strom normalen Strom zu bekommen, dann ist es ein bisschen problematisch, weil es so langsam ist. Ich habe ein Beispiel für diesen Vortrag gesucht, da habe ich jetzt hier reingemacht, das ist eine Messung von einem amerikanischen Stromausgang. Das lief, normalerweise sollte es 60 Hertz sein, aber hier ist es 40 Hertz. Und das ist Aliasing. Vielleicht kennt ihr das von Computerspielen, die benutzen das in der Regel ein bisschen anders. Die Idee ist, wenn wir eine Frequenz messen, die höher als die Hälfte der Datenfrequenz von unserem Sensor ist. Dieses ist 100 Hertz, wie die meisten Handys. Die Hälfte von der Frequenz ist die Nyquist-Frequenz. Der Spektrum geht von 0 bis zu dieser Frequenz. Das ist ein Problem von der Fourier-Transformation. Und wenn wir eine Frequenz detektieren, zu versuchen, die ein bisschen höher ist oder die höher ist, die höheren Frequenzen erscheinen auf der anderen Seite von diesem Limit. Wenn wir noch höhere Frequenzen gehen, dann wird es weiter und weiter runtergehen bis 0 und dann wird es wieder hochgehen. Wenn ihr darüber Informationen haben wollt, dann schaut ihr euch Aliasing an. Ansonsten, wenn ihr Frequenzen messt, die höher als die Hälfte der Datenakquisitionsrate ist, dann kriegt ihr Fehler. Einer meiner Lieblingsbeispiele, der Drucksensor. Ich habe hier ein Phone, das nicht an einem Kabel ist. Ein Beispiel, was es machen kann. Ich finde es sehr spannend. Das mal messen. Für die, die sich fragen, wie das hier funktioniert, es gibt eine Funktion, die Remote Access ist. Das ist ein Webserver in der App, die die Daten veröffentlicht. Und wir können dann die Daten vom Handy aufrufen. Und hier sehen wir den Drucksensor.
Aktuell ist das hauptsächlich Noise und was ich jetzt mache, ist ich halte ihn hoch und wenn wir ein bisschen warten, fällt der Druck. Ist noch nicht weit genug und dann lege ich es auf den Boden und der Druck steigt wieder. Das heißt, wir können mit einem Handy, mit Drucksensor, dass es genau genug ist, um eine Veränderung in einer Entfernung von 50 cm messen. Und das ist, als ich das erste Mal ausprobiert habe, habe ich dieses Experiment mehrfach durchgeführt, bevor ich geglaubt habe, dass es nicht nur zufällig ist. Wie machen Sie das? Wir haben ein weiteres Gerät, das ist eine, unter diesem bluisch-grauen Ding ist ein Loch und da ist eine Silikonschicht drüber, das blaue Ding. Wenn wir den Druck verändern, bewegt sich die. Um diese Bewegung zu detektieren, messen wir den Widerstand, der abhängig von der Bewegung ist. Unglücklicherweise ist dieser Sensor nicht so weit verfügbar, ungefähr ein Drittel der Geräte hat den. Aber natürlich ist da ein bisschen ein Fehler drin, abhängig von der User, die zu uns die Daten senden. Das bedeutet, dass das sind normalerweise etwas teureren Geräte. Also meine Daumenregel ist, dass wenn es ein iPhone ist, dann haben sie das, außer das iPhone SE oder ältere Modelle. Wenn es ein Android ist, wenn du ungefähr die Hälfte von einem iPhone gezahlt hast, dann hast du auch eine gute Chance, dass du auch einen Drucksensor hast. Okay. Deren Datenraten sind, also die Datenrate unterscheidet sich groß. Die iPhones haben ungefähr 1 Hertz. Die meisten Android-Geräte haben 5 oder 10 oder 25 Hertz. Ich habe noch nie ein Gerät mit 100 Hertz gehabt. Ich hatte noch nie so ein Gerät. Ich glaube auch nicht, dass das Sinn ergibt. Auf meinem Gerät habe ich zum Beispiel festgestellt, das hat 25 Hertz. Einfach das nur in der Hand haben, wegen dem Case. Es erzeugt mehr Rauschen. Zumindest bei den Distanzen, für die ich es benutze. Aber ihr könnt andere interessante Sachen damit machen. Das hier habe ich zum Beispiel von Daniela Cowan bekommen. Ihr kennt sie vielleicht als YouTuberin. The Physics Girl heißt sie. Sie hat das auf dem Flug benutzt. Also so könnt ihr feststellen, wie viel Luft ihr da oben zu atmen bekommt. Das ist vielleicht mehr, als ihr erwartet. Und sie hat was anderes gesehen. Und sie hat an einem gewissen Punkt diesen Drop gesehen und hat ihre Follower dann gefragt, was könnte das denn sein? Ich frage jetzt halt mal nicht die Leute hier, sie war in einem, sie hat, also was das wirklich war, war nur sie auf dem Klo und hat die Klospülung benutzt. Und dann einen Moment später habe ich jemand anderen gefunden, der mir erlaubt hat, seine Messdaten zu benutzen. Dieser Typ, Philip Smeed, war auf dem Flug, auch im Flugzeug. Und der ist nicht wirklich aufs Klo, er ist einfach nur auf seinem Platz geblieben. Wir haben nur geschaut, wann gehen Leute aufs Klo und es hat auch schon ausgereicht. Und es gab Turbulenzen, also konnten sie für eine Weile nicht gehen und dann gab es einen Sturm auf die Toiletten und er hat es halt einfach aufgezeichnet. Also für die, die mit dem Flugzeug hergekommen sind, vielleicht als Möglichkeit Smalltalk zu betreiben, wenn jemand aufs Klo geht und zurückkommt, sagt ihm einfach, wie oft er die Toilette spülen musste und fragt ihn, wieso? Und ihr werdet den Rest des Flugs genießen. Und ein anderes Beispiel, das wir zum Beispiel benutzen, ist, die Bewegung eines Lifts zu messen. Das zum Beispiel die Beschleunigung von dem Teil misst, die totale Höhendifferenz des Aufzugs vom Drucksensor und hier seht ihr die Beschleunigung, das ist abhängig von der Veränderung in der Höhe. Als nächstes, wenn ihr einen Aufzug geht und ihr wollt das wissen, wie hoch der geht und wie schnell er das tut, dann könnt ihr dafür auch unsere App benutzen. Okay, das hier sind die, glaube ich, wichtigsten Sensoren. Noch ein paar interessante. Hier ein Lichtsensor, der zum Beispiel die Displayhelligkeit kontrolliert. Leider gibt es da keine API bei iOS, um das benutzen zu können. Also falls es Apps gibt, die so wirken, als würden sie das tun, dann benutzen die tatsächlich die Kamera, was aber auch ganz gut funktioniert, aber es ist ein bisschen anderes. Was ist der Unterschied zwischen Illuminance und Luminance, aber das möchte ich jetzt nicht erklären. Und auf den meisten Android-Handys ist es wirklich schlecht kalibriert oder es gibt so viele Unterschiede in der Qualität der Sensoren, also müssen wir es immer erstmal checken. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt den Näherungssensor, der
macht euer Display aus, wenn ihr das Handy an euren Kopf haltet, um einen Telefonanruf zu machen. Das klingt interessant, aber leider unterscheidet das nur, zumindest so wie ich das kenne, zwischen einem Nah- und Fernwert, also 5 cm. Also wir haben nicht sehr viel Nutzen davon. Es gibt einen Temperatursensor, vielleicht. Falls die tatsächlich da sind, dann haben die noch zusätzlich einen Feuchtigkeitssensor. Aber da gibt es nochmal Sensoren in eurem, also nochmal Sensoren in eurem Handy, also sollte man ein bisschen skeptisch sein. Normalerweise messen die eher dann die Temperatur eures Geräts, eurer Batterie oder so. Sie versuchen das auszugleichen, aber das ist an sich sehr schwer. Aber wenn ihr mal wirklich einen Thermometer braucht, dann nehmt einfach ein richtiges Thermometer, die sind nicht so teuer. Ihr seht vielleicht noch ein paar Sensoren, die nicht offiziell sind, die dann VFox benutzen kann. Das sind zum Beispiel, das sind welche, die Teil des Drucksensoren sind, um da auf Side-Effekte prüfen zu können und die auszugleichen. So, ich wollte noch was anderes erzählen. Die Information, weil wir das haben, die Information der Sensoren in unserer App. Hier ganz unten seht ihr einen Button hinzufügen zur Sensordatenbank, der euch sagt, ihr könnt einfach euer Telefon auf einem, also auf euer Handy liegen lassen, dann checkt ihr, ob ihr irgendwas damit macht, bis er zufrieden ist mit der Standardabweichungsrate. Dann sammeln wir das hier auf unserer Website und da habe ich die Statistiken bisher her. Also wenn ihr interessiert daran seid, dann was euer Handy wirklich kann, dann könnt ihr hier nachschauen. Natürlich, wir geben keine Garantie, aber ihr könnt es mal hier all die Daten anschauen. Zumindest von unseren Handys, die bereits in der Datenbank sind. Ihr könnt auch gerne eure Statistiken beitragen. Ihr wollt vielleicht ein bisschen damit nachher spielen. Und zum Schluss, das letzte noch. Bevor wir jetzt abschließen, ist ein bisschen ein paar Informationen, wie ihr die Sensoren zugreifen könnt. Natürlich könnt ihr eure eigene Anwendung schreiben. Wenn ihr eure Anwendung schreiben könnt, dann gibt es die APIs, die sind nicht sonderlich komplex. Wenn ihr daran nicht interessiert seid, dann die Sensoren in einer anderen Anwendung nutzen wollt, dann gibt es drei Methoden, wie ihr VFox dafür benutzen könnt. Warum möchte ich mit euch hier darüber reden? Keine Fragen, VFox ist gratis auf Google Play sowie im App Store. Und wenn ich sage free, ist es wirklich free. Es ist Open Source, der GPL-3-Lizenz. Und das heißt, ihr könnt es auch unter F-Droid bekommen. Das heißt, ihr könnt auch überprüfen, dass der Code den Code ausführt, den ihr seht. Wir haben drei Versionen, wie ihr, also drei grundlegende Kategorien, wie ihr die Sensordaten bekommen könnt. Das erste ist, ihr könntet was in VFox selber implementieren, visueller Daten, wo die Sensoren mit Mathematik verbunden werden können. Ihr könnt zum Beispiel addieren, eine Fourier-Transformation und weiteres. Und daraus einen Graph erstellen. Alternativ könnt ihr, das ist natürlich ein bisschen stärker, eine XML-Datei definieren, wo die ganzen Experimente vorhanden sind. Alle Experimente in VFox sind nicht fest programmiert, sondern in so einem eigenen Dateiformat definiert. Ihr könnt die alle modifizieren. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Daten mit einem QR-Code exportieren. Den müsst ihr mit VFox scannen und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr ein zusätzliches Experiment, das unser File-Format benutzt, um eine Turing-Maschine zu implementieren, die binär zählt. Das heißt, unser Dateiformat ist Turing-vollständig, das heißt, ihr könnt ja sehr viel machen. Implementiert nicht Doom damit, weil könnt ihr nicht, es ist nicht sonderlich effizient, es ist nicht designed, um Turing-complete zu sein, aber es ist einfach, wenn ihr noch was weiteres machen wollt, könnt ihr mit VFox mit dem Netzwerk drauf zugreifen. Ihr habt ein Beispiel vom Salatspinner gedreht. Ihr könnt das benutzen, um die Daten direkt aufzurufen von eurer Programmiersprache eurer Wahl. Hier benutze ich Python, um die Daten auszulesen und einen Synthesizer damit zu kontrollieren. Ein Webserver ist eine REST-API, das heißt, einfach unsere Webseite aufrufen und lernen, wie ihr die Daten abrufen könnt. Und als Alternative ist ein weiteres Netzwerkinterface, das mehr XML ist. Und das soll Daten von vielen Benutzern aufrufen und nicht Live-Daten. Das wir hatten das ist hier der neue Vortragsraum. Wir hatten den Vortrag, wo jeder eine
Feder bekommen hat und sie sollten ein Federpendulum bekommen. Wir haben die Daten von allen Studenten in der Echtzeit gesammelt und die Abhängigkeit von der Frequenz zu der Masse des Pendulums zu messen. Und ein weiteres Beispiel: vor ein paar Minuten haben wir unsere internationalen Benutzern gebeten, die auf die Sonne zu zeigen, und damit konnten wir den Weg der Sonne über die Erde folgen. Jeder schwarze Punkt ist ein Benutzer, der auf die Sonne gezeigt hat, und damit können wir die Erdachse ausmessen. Solange ihr einen Server habt, wo ihr die Daten hinkriegt, könnt ihr das benutzen, aber aktuell können nur HTTP-Requests gemacht werden mit Guest und Post, aber mit der Zeit werden vielleicht auch MQTT und andere Protokolle implementiert. Und die dritte Option ist eine Bluetooth-Verbindung. Bluetooth sollte hauptsächlich für Sensoren verwendet werden oder ist gedacht für Bluetooth. Wenn ihr irgendwie einen Bluetooth Low Energy Sensor habt, könnt ihr den auch auslesen, zum Beispiel diesen Sensor-Tag, und unser Dateiformat ist auch flexibel genug, um VFox zu erklären, wie er die Daten auslesen kann. Das heißt, Sie haben einen Sensor, der unabhängig vom Handy ist, und könnt auch eure eigenen Projekte damit beinhalten. Das ist ein Beispiel von meinem Institut, weil ich bin eigentlich ein Solid-State-Physiker, und hier ist ein Beispiel mit einem ESP 32 und einem Arduino-kompatibles Gerät. Was wir hier machen ist, wir lesen einen Graphen-Hall-Sensor, der hier ist. Das ist ein Hall-Sensor, der aber auf Graphit basiert ist, oder Graphen. Und wenn ihr ein Arduino-Projekt habt, wo ihr Daten an VFox senden wollt, dann könnt ihr das mit Bluetooth Low Energy machen. Aber wenn ihr ein bisschen weiter wartet, dann können wir auch eine Arduino-Library senden, und dann wäre das der gesamte Code, den ihr benutzen müsst, um einen Analogwert an VFox weitersenden. Wenn ihr nicht warten könnt, könnt ihr das auf unserer Webseite finden. Das ist schon veröffentlicht, aber ist noch nicht ganz fertig. Es wird noch alles sich ein bisschen ändern. Wäre besser, wenn ihr mich kontaktiert, wenn ihr damit jetzt was arbeitet, damit die Library so funktioniert, dass ihr sie auch benutzen könnt. Und damit bin ich jetzt am Ende. Nur eine kurze Zusammenfassung, was ich gerne haben möchte. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr unsere Webseite euch anschauen, seinen YouTube-Kanal oder Twitter, wo ihr noch ein paar Beispiele darüber bekommt, was wir mit diesen Sensoren machen. Wenn ihr ein Lehrer seid, sind hier Lehrer anwesend? Ah ja, ein paar, super. Wenn ihr das in der Schule benutzen wollt oder in der Vorlesung, dann gibt es hier ein paar Beispiele über Physik, die mehr über Physik sind als über Hardware. Und wir zeigen, wie das funktioniert. Wenn ihr ein spezielles Projekt habt, schaut euch den Editor an, um euer Setup, wo ihr ein sehr spezifisches Experiment umsetzen könnt. Und wenn ihr mit Arduino arbeitet und irgendwas plotten wollt, dann könnt ihr vfox.org/arduino anwenden. Da könnt ihr die Library schon öffnen, aber sie ist noch nicht fertig, und vielleicht wartet ihr einfach noch mal ein bisschen oder fragt mich zumindest. Wenn ihr ein Bluetooth Low Energy Gerät habt, was ihr benutzen wollt, dann könnt ihr vfox.org/ble benutzen. Potenziell braucht ihr da Informationen, wie Bluetooth Low Energy funktioniert und die Charakteristiken und Services und wie Bluetooth Low Energy funktioniert, und es ist gut, Dokumentationen zu bekommen. Oder ihr müsst es reverse engineeren. Ich habe bis jetzt noch nicht viele Geräte gesehen, die mit VFox nicht einfach zusammenarbeiten konnten. Dann, wenn ihr die Daten über das Netzwerk lesen wollt für ein anderes Projekt, dann ist das hier das Wiki, und vfox.org/wiki, wo ihr die REST-API bekommen könnt. Und etwas, was ich richtig toll fände, wenn ihr teilhaben wollt, wenn ihr selber mitschreiben wollt. Die Android-Version ist in Java geschrieben, die iOS in Swift. Wenn ihr da irgendwas hinzufügen wollt, hier ist unsere Webseite, vfox.org/source.
Und es wäre super, wenn ihr da ein paar eurer eigenen Ideen mit einfließen lässt. Das ist Ende meines Vortrags und jetzt freue ich mich auf jegliche Fragen, die ihr habt. Danke, dass ich hier reden durfte. Und auch wir bedanken uns aus der Besetzerkabine für eure Aufmerksamkeit. Wir waren Franz T. und Afro-Sun. Ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr Twitter mit @c3lingo benutzen. Noch eine Sache, wenn es gerade hier oben ist. Ich kann leider heute nur da sein. Also wenn ihr mit mir reden wollt, dann versucht mich direkt jetzt anzusprechen. Das ist hier meine Deckvornummer, da könnt ihr mich auch erreichen. Leider nur heute. Sorry. Okay, haben wir noch Fragen? Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Sonst müsst ihr ihn danach finden. Danke, Sebastian. Fragen? Okay, du hast den Aliasing-Effekt angesprochen. Ist es möglich, das zu modellieren oder zu verändern, aber herauszufinden, wie genau? Also um Frequenzen über der Sample-Frequenz zu bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht nur wegen Aliasing, sondern auch wenn man spezielle Projekte hat, wo man die Frequenz reduzieren möchte, weil in beiden APIs kann man die Zielfrequenz nicht spezifizieren, sondern nur die Frequenz für einen speziellen Use Case. Zum Beispiel, ihr könnt sagen, ich brauche die Beschleunigungssensordaten in einer Rate, die sinnvoll für User-Interface-Veränderungen ist oder für Spiele oder so schnell wie möglich. Und wenn ihr jetzt für UI macht, dann bekommt ihr vielleicht 2-3 Hertz oder sowas, dass der Benutzer nicht ewig warten muss, bis sich das dreht. Für Spiele 25 oder sowas. Und Fastest ist das, was ich gerade gezeigt habe. Und VFox fragt immer nach der schnellsten Frequenz. Und in VFox haben wir eine Settings, wo man die Frequenz reduziert. Das heißt, wenn es nicht ein wenn die Frequenz von dem Gerät nicht ein Vielfaches von der Frequenz, die ihr wollt haben, ist es ein bisschen komisch und die Daten sind, wo dann die Sensor-Events so angepasst werden, dass es in die Nähe kommt und das heißt, es würde dafür nicht sonderlich gut funktionieren. Und wenn ihr insbesondere beim Alias-Effekt, würde euch das komplett durcheinander bringen. Das heißt, da müsst ihr herausfinden, welche Frequenzen da vielleicht gut funktionieren, aber könnt ihr natürlich mit den Daten herum experimentieren oder nur jedes Ente-Wert benutzen. Könnt ihr durch unseren Editor machen, gibt so einen Plus-Knopf, da könnt ihr euer eigenes Experiment machen, wo ihr sowas ausprobieren könnt. Aber es hat ein paar Lieblings. Eine weitere Frage. Hallo, danke für die tolle Anwendung. Ich habe mich gefragt, gibt es die tollen Fragen, wie funktioniert die Animation, die ihr da gezeigt habt? Ja, also wie mache ich es am besten? Vorhin habe ich schon darüber nachgedacht, die Folien zu veröffentlichen. Tatsächlich ist der Talk basierend auf HTML und JavaScript, also nicht so einfach für alle, deswegen habe ich es einfach hochgeladen. Ich würde nachher schauen, ob ich das irgendwie, den ganzen Talk vielleicht irgendwie teilen kann, vielleicht auf unserer Website oder so. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, das hier auf das Konferenzsystem hochzuladen nach dem Talk. Ich schaue es mir mal an. Ich möchte sie teilen, die Slides. Ich muss gleich noch ein bisschen Dokumentation hinzufügen, wie man sie benutzen kann, weil das ist nicht einfach PowerPoint oder PDF oder LaTeX oder so. Das ist selbst gemacht. Oder er findet sich hier im Video. Noch eine kurze Frage. Die Achsen von dem Gerät bei dem Handy, also so und so. Ja, für die meisten Telefone ist die X-Achse in Leserichtung, Y-Achse ist hoch entlang des Bildschirms und die Z-Achse ist rechtwinklig zum Bildschirm. In den meisten Fällen, weil offiziell ist die X-Achse in manchen Dokumentationen in Android ist in der natürlichen Leserichtung.
die Richtung. Das heißt, wenn ihr ein großes Patent habt, dann könnte es ein bisschen könnte es auch die X-Achse die lange Achse sein. Ich habe das selber noch nie so gesehen. Ich bin vorsichtig. Es kann auch Geräte haben, die ein bisschen anders sind. Z-Achse ist immer rechtwinklig zum Bildschirm. X und Y sind fest und in der Regel ist die X-Achse die kurze Achse. Noch eine Frage? Der magnetische Sensor ist relevant, um die Orientierung zu benutzen. Könnte man nicht vergangene GPS-Daten benutzen, um mehrere GPS-Werte, um die Orientierung zu finden? Ja, mathematisch hast du recht. Das Problem ist nur, das zu integrieren, also Sensordaten zu integrieren, ist nicht so einfach. Zum einen hängt es davon ab, was eine Software tatsächlich machen kann, wenn man es naiv macht. Also ich habe zum Beispiel hier nur ein Beispiel im Kopf für den Beschleunigungssensor. Das könnt ihr zum Beispiel integrieren, um die Beschleunigung zu bekommen. Und ihr könnt dann die Beschleunigung integrieren, um die Position des Geräts zu bekommen. Wenn ihr das macht, haben wir ein sehr einfaches Beispiel in unserem Wiki. Sehr naives, ohne irgendwelche Filterung. Aber einfach nur die Störgeräusche, also die Störungen bedeuten, dass eure Integration einfach das Summieren von in kleinen Schritten ist, bekommt ihr einen Fehler in der Beschleunigung, wenn ihr den dann wieder integriert, bekommt ihr einen Fehler in der Position, der natürlich immer mit dem Quadrat der Zeit wächst. Also wenn ihr das mit der Position macht und mit unserem einfachen Versuch, dann wird euer Handy nach ein paar Sekunden 100 Meter höher sein. Wenn ihr es mit dem Gyroskop macht, dann ist es ein bisschen einfacher, weil ihr habt ja nur eine Integration, aber trotzdem wird es danach immer ein bisschen Drift geben. Ich bin nicht so sicher bei all den Techniken, die Hersteller benutzen, um Fehler rauszurendern. Also tatsächlich muss ja das Gyroskop irgendwie sich selbst kalibrieren. Ich habe das schon mal springen sehen, wenn sich es neu kalibriert. Aber wenn ihr einfach nur integriert, dann bekommt ihr garantiert Drift. Da gibt es keine Möglichkeit, wie man da eine fixe Position bekommen kann. Was ich vermute, was die machen, ist, dass sie das Gyroskop benutzen, um die Rotation, also auf die Rotation zu achten, um dann mit dem Magnetometer zusammen das Ganze an der Position zu halten. Aber mit dem Gyroskop alleine gibt es immer nur die Rotationsrate, nicht die absolute Rotation im Vergleich zu dem wirklichen Gyroskop, das große, das tatsächlich rotiert. Das ist also nicht so einfach. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Wow, die Information, das ist umwerfend, Sebastian. Ich liebe es wirklich. Das ist noch eine andere Frage. Ich liebe deine Anwendung wirklich. Okay, los. Vielen Dank für die Anwendung. Ist wirklich fantastisch. Meine Frage ist sehr kurz. Kannst du auch externe Sensoren integrieren, zum Beispiel über WLAN? Das, was ich mit der Netzwerkverbindung meinte, Netzwerk ist in der Regel WLAN in diesem Fall, außer ihr habt so ein, ja, ich weiß nicht, wie es bei der Konferenz hier funktioniert mit einem Kabel, aber so, ja, dann könnt ihr Daten über unsere REST-API auch integrieren, vielleicht nicht die schnellste, vielleicht werden wir über das Netzwerk auch mal was hinzufügen, was Daten durch ein Port schiebt. Das Beste aktuell ist die REST-API. Ach so, wie kriegt man eine externe Sensor damit integriert? Das ist eine gute Frage. Da ist etwas, was ich noch hinzufügen wollte. Ihr könnt die REST-API in Theorie auch benutzen, um Daten reinzuschieben, aber das ist ein Parameter in der URL von einem einfachen Wert, der einfach nicht viel bringt, sondern das ist sehr ineffizient. Aber mit dem neuen Netzwerkinterface wird es möglich sein, von anderen Geräten zu requesten. Und das kann auch mit einem JSON-Paket umgehen, ein JSON-Paket interpretieren und während wir jetzt MQTT hinzufügen und so weiter. Das soll in beide Richtungen gehen und das ist wirklich neu. Also wenn ihr da was Spezifisches ausprobieren wollt, versucht es mal oder fragt mich, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, wenn da irgendwie ein Fehler ist. Es soll mit unseren neuen Netzwerkfunktionen gut laufen. Alle Verbindungen mit spezifischen Geräten soll. Erstellt ihr eine FIFOX-Konfiguration, zum Beispiel über den QR-Code, der User scannt diesen QR-Code, kriegt die ganze Information, wie er mit dem Gerät kommunizieren soll.
Ihr könnt das auch mit Bluetooth machen, das, wenn das Gerät macht und neue Netzwerkinterfaces können auch Informationen über das Netzwerk empfangen, aber aktuell nur HTTP. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist der nächste Schritt? Was ist das nächste, was du machen möchtest? Weil das ist ein enormer Erfolg, wie es hier in der Bildung benutzt wird. Das ist fantastisch. Also, das ist ja nicht nur auf dem Universitätslevel, das ist überall in Deutschland. Ne. Also, übrigens, in Deutschland, wenn ihr eine Sprache sprecht, die noch nicht übersetzt wurde, die App wird von Volontären übersetzt. Also, wenn ihr wollt, also der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, dass wir die Kamera benutzen wollen, weil das ist ein anderer Sensor, grob gesagt, den wir noch gar nicht benutzen, der eine Menge machen kann. Wir haben noch nicht angefangen damit. Es gibt da noch eine Menge zu tun in dem Projekt. Okay, ich freue mich dann. Also sehen wir uns nächstes Jahr. Dankeschön. Sebastian Starks. Sebastian Starks, vielen Dank. Es war eine Ehre. Thank you.